Es geht wieder weiter mit Bug Adventure Racing und ein Beetle ist ja so eine Art Bug. One player. Championship. Jetzt kann ich die nächste Schwierigkeitsstufe wählen. Natürlich bin ich immer noch der Urbaldi. Versuch's mal mit dem Auto. Würde sieht ja vielleicht mal aus. Vor allem, so richtig intensiv sind die Farben hier immer noch nicht in dieser Auswahl. Obwohl ich das Spiel jetzt eigentlich viel heller eingestellt habe. Überhaupt, einige von den Farben sind ja mal ganz buggig. Sehen diese Autos jetzt alle buggig aus? Anscheinend. Egal, ich nehme jetzt mal das hier. Und die Farbe macht nämlich natürlich keinen Unterschied. Aber das ist klar, oder? Blitzschlag gemacht. Mal sehen, wie schnell die Gegner hier jetzt sind. Wie arg man sich anstrengen muss, um Erster zu werden. Ja doch, die Farben sind hier jetzt doch ganz in Ordnung. Außer die von meinem Auto irgendwie. Die anderen Autos sehen richtig aus. Hey, geh mal weg, du! Ah! Was, ich bin Vorletzter? Wie kann denn das sein? Hey, ich muss mal ein bisschen Gas geben, sonst wird das nichts. Aber das ist irgendwie auf den höheren Schwierigkeitsstufen immer so, dass man dauernd hinten ist. Weg mit dir! Endlich bin ich Erster. Was bremst der aber auch ab? Leider ist es hier nicht so wie in so Spielen wie Mario Kart, dass es Power-Ups gibt. Die waren hier zwar theoretisch eigentlich sogar schon erfunden, aber nur im Battle-Modus. Im Rennen gibt es keine Power-Ups, leider. Da kann man nur so fahren. Was ich jetzt aber weiß, und zwar mit absoluter Sicherheit, ist, dass dieses Rumgebacke da, also dass die Strecken buggig aussehen, und so ein Raster immer vorne dran ist, sodass man nichts mehr sehen kann, dass der Bug natürlich auch im Video existiert. Hier bei diesem Schloss hier soll es irgendwo ein Secret geben, das ich aber noch nie gefunden habe. Da es aber niemanden gibt, der dieses Spiel überhaupt spielt, gibt es auch niemanden, der mir zeigen kann, wo das wäre. Leider. Dabei könnte man damit theoretisch den Fragezeichen-Modus im Multiplayer-Modus aktivieren. Also im Battle-Game. Obwohl der, glaube ich, gar nicht mal so viel bringt, aber ich würde gerne mal sehen, was der macht. Achso, nein, was fahre ich denn für einen Mist zusammen? Ich fahre jetzt mal hier rein. Oder versuch's zumindest. Wieso bremst denn das immer so ganz komisch? Och nö, das Auto kommt nicht mehr von der Stelle, obwohl ich natürlich die ganze Zeit die Taste drücke, ist klar. Mann. So was passiert aber auch immer nur im Let's Play. Wenn ich einfach so spiele, passiert mir das nie. Also gut, es gibt natürlich diese Turbo-Boxen. Die kann man als Power-Up ansehen. Und die Juggle direkt.
frage mich nicht, was dieses Rumgenerve soll. Dass wenn ich irgendwo dagegen fahre, dass das Auto dann erstmal ganz lang angehalten wird und nicht mehr richtig fahren will. Das ist nämlich ein großes Problem. Toll, ist das Auto auch noch am Arsch gegangen. Dabei bin ich da nie im Leben dagegen gefahren. Jetzt brauche ich nur noch 23 Punkte, dann hätte ich 100. Was mir ja ganz viel bringen wird. Ich bin ja hier sogar so ganz verrückt und versuche das, die 100 voll zu kriegen. Aber dazu müsste ich erstmal wissen, wo die alle sind. Hier könnte zum Beispiel irgendwo was sein. Ist aber anscheinend nicht. Und hier war auf jeden Fall was. Muss ich jetzt mal gucken. Ist noch hier ein Unsinn drin? Ja, nö, vielleicht. Nee, anscheinend nicht. Ach so, genau. Ey, du Bastard! Mann, ey! Ey, wieso fährt denn das Auto auf einmal so schnell? Verdammt nochmal! Ich muss nämlich hier rein. Oh nein, jetzt werde ich aber nicht mehr Erster, wegen diesem Unsinn. Also ich kann es natürlich versuchen, aber wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Ja, na klar. Hey. Es würden nämlich theoretisch noch 12 Punkte fehlen, von denen ich nicht mehr weiß, wo sie sind. Leider. Problem ist, solche Aktionen ziehen natürlich auch die Videos dann wieder in die Länge. Ist hier noch was? Oder habe ich hier alles? Nee, hier habe ich alles. Aber wahrscheinlich habe ich irgendwo noch was vergessen. Hier zum Beispiel. Wenn hier ist noch was ist? Nee, ist aber nicht. Wo auf jeden Fall noch 5 Punkte sind, das ist da oben. Aber ansonsten, die restlichen 7 sind nirgends, kann das sein? Boah, ich hätte schon erwartet, dass er erst daneben springt. Ich hätte ihn ähnlich gesehen. So, da oben habe ich auch alles. Dann habe ich es halt einfach nicht geschafft, die 100 zu kriegen, aber das hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Was? Oh nein, wenn ich den Typ da vorne jetzt nicht mehr kriege, dann werde ich nicht Erster. Na, Glück gehabt, der hat einen Fehler gemacht. Ja, ich habe natürlich keine 100 Punkte, aber das hätte ja eh nichts geändert. WTF, die Namen von den Gegnern. So, jetzt geht das Rumgebacke wieder los. Hier werde ich jetzt keine Tricks versuchen. Nö! Kann ich auch überhaupt nicht, weil sie es nämlich gerade eben beendet hat. WTF. Jetzt sagt bloß, das Spiel ist irgendwie buggig und läuft an der Stelle nicht weiter. Was zum Teufel? Es ist wirklich abgestürzt, aber jetzt ist es auf einmal noch da. Das hat wahrscheinlich mit diesem Grafikrumgebacke zu tun. Moment mal! Ja, das hätte ich mir denken können, dass es so oberbuggig ist. Und die Einstellungen erst beim Beenden speichert. Und wenn es abstürzt, dann speichert es die Einstellungen nie. Das ist irgendwie bei allen solchen Programmen so.
Warum kann man es nicht einfach so machen, dass sich die Einstellungen in dem Moment speichern, wo sie eingestellt werden? Deshalb ist es nämlich auch so, wenn ich bei irgendeinem neuen Programm, zum Beispiel einem neuen Emulator oder einem neuen Spiel, wie zum Beispiel Test 4 Oblivion oder so, wenn ich da die Steuerung einstelle, dann gehe ich erstmal raus aus dem Spiel, bevor ich irgendwas anderes versuche, weil es ja sein könnte, dass es abstürzt und ich dann alles neu einstellen muss. Dagegen, wenn ich es dann ordnungsgemäß beende, dann ist es gespeichert, was ich eingestellt habe. Und überhaupt, alles zählt erst dann, wenn es gespeichert ist. Ich habe mal einen erlebt, der hat in GTA San Andreas ein ganz schwer einzunehmendes Ganggebiet erobert und wollte mir das dann zeigen, hat aber nicht gespeichert gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, hast du auch gespeichert? Und er dann so, ja, nö, noch nicht, mache ich dann noch. Und als er dann aber versucht hat, weiterzuspielen, da ist San Andreas abgestürzt. Und dann war das alles wieder weg und er hat es nochmal machen dürfen. Deshalb sage ich, predige ich nämlich immer, es zählt erst dann, wenn es gespeichert ist. Ansonsten schwebt es praktisch in der Luft und alles, was man seit dem letzten Speichern dann gemacht hat, ist einfach weg, wenn es abstürzt. Und dieser Rat von mir, das so zu machen, dass man immer speichert, der gilt selbst dann, wenn es was ist, das nur sehr selten oder nie abstürzt. Weil es muss ja nicht unbedingt ein Absturz vom Programm selber sein. Es könnte sein, dass plötzlich ein Stromausfall ist, dann ist es auch weg. Ach so, oder natürlich die Story von dem Atari-Programmierer, der sagt, mein Text ist schon 20 KB lang und gleich werde ich ihn spei. Sowas könnte mir natürlich nicht passieren, weil ich speichere alle 5 Sekunden. Oder auch wenn man in einem Internetforum einen langen Post schreibt, da ist es ein tödlicher Fehler, das dann nicht zwischenzuspeichern. Oder eine lange E-Mail. In irgendeinem, was weiß ich, Bulletin-Board oder PHP-Forum oder so. Wenn man da im Eingabefeld auf ESC drückt, dann ist der ganze Text weg. Was toll ist. Und wenn man dann nämlich nicht zwischengespeichert hat und der Text endgültig weg ist, dann ärgert man sich schwarz. Allerdings gibt es dann Knalltüten, die so ganz komisch sind und daraus nicht lernen, sondern weiterhin ohne Speichern das Ganze machen. In der Hoffnung, es wird schon nicht nochmal passieren. Und 5 Tage später passiert es ihnen dann wieder. Aber wie bin ich da jetzt eigentlich überhaupt drauf gekommen? Eigentlich spiele ich hier ja gerade ein Autorennen. Aber irgendwie tendieren Autorennen dazu, mir die Möglichkeit zu geben, dauernd über irgendwas anderes zu reden. Weil wenn ich einfach nur drauf losfahre und Erster bin, dann muss ich mich nicht groß konzentrieren. Selbst wenn ich hier zugegebenermaßen ganz schöne Sichtprobleme habe. Aber ich weiß ja so ungefähr, wie die Strecke geht und sehe anhand von dem Radar und diesem Ganzen, dass ich halt Erster bin. Also insofern brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit über das Spiel zu labern. Und extra für den Apos könnte ich ja mal wieder über RKS reden, was nämlich ein sehr tolles Spiel ist. Nämlich da gibt es sogenannte Anime-Mädchenbüschel, die ganz liebe lange Haare haben. Wobei es da eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu reden gibt. Also fällt mir jetzt eigentlich hoch. Boah, schade, dass man das jetzt nicht sehen kann, was ich hier mache, weil das Auto hat sich da jetzt irgendwie hochgecheatet. Das bringt mir nur leider nichts. Aber auf jeden Fall habe ich vor ein paar Tagen, genau, stimmt, das kann ich erzählen, vor ein paar Tagen ein RKS-Grollschwert nochmal durchgezockt. Das war von Anfang an inklusive Prolog-Stage. Und leider habe ich das aber nicht aufgenommen, weil meine Leistung war eigentlich ziemlich gut diesmal. Ich habe die Crosswall beim zweiten Versuch geschafft. Beim ersten Versuch bin ich irgendwie gleich in den Abgrund gefallen, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber beim zweiten Versuch habe ich die dann gleich geschafft. Und in der Iris Stage 3 habe ich insgesamt nur 11 E-Tanks gebraucht, was für mich ein neuer Rekord ist.
Also inklusive Iris-Maschine. Und das, obwohl ich einen harten Fail bei Drauare gehabt habe, wo ich einen E-Tank verschwendet habe, habe ich trotzdem insgesamt nur 11 gebraucht. Das heißt, ohne den Fail hätte ich sogar nur 10 gebraucht. Und wenn ich es dann irgendwie schaffen könnte, noch einen weniger zu brauchen, dann wäre ich in der Lage, es mit den 9 zu schaffen, die man normalerweise haben kann. Dann hätte ich das so praktisch offiziell durchgeschafft, was eigentlich unmöglich ist. Aber anscheinend ist es das doch. Und irgendwie war nämlich die zweite Form von der Iris-Maschine sogar einfacher als die erste. Und für die zweite Form habe ich, glaube ich, nur einen E-Tank gebraucht. Aber für die erste Form 3. Also ich habe 7 E-Tanks für die 8 Bosse gebraucht. Allerdings hatte ich da auch ein bisschen Glück. Ich habe den Sichtemeister ohne E-Tanks geschafft. Zum ersten Mal überhaupt. Als Roller. Und ansonsten... Ja gut, dieser eine Fail bei Drauare. Der war natürlich unnötig. Aber ansonsten war ich eigentlich ziemlich gut. Ja, ich weiß, es ist wieder mal ein Eigenlob. Da Apos könnte mir ja, wenn er dieses Video sieht, was hoffentlich der Fall ist, er könnte mir ja mal sagen, wie viele E-Tanks er mittlerweile braucht. Aber es werden natürlich weniger als 11 sein, weil es kann ja wohl nicht sein, dass so ein Nobi-Typi wie ich, der in RKS überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, besser ist als der Großmeister Apos. Sondern der Apos ist natürlich besser als ich, also der hat es mit 10 geschafft, da gehe ich jede Wette ein. Beziehungsweise er sagt ja selbst, er schafft es mit 2 E-Tanks zur Iris-Maschine. Und ich weiß jetzt, dass die Iris-Maschine mit 2 E-Tanks tatsächlich schaffbar ist, wenn man weiß, was man tut. Und sich konzentriert. Also es ist natürlich schwer, aber es ist schaffbar. Hä, toll, wie das Auto immer so springt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich im Goldwert mittlerweile eigentlich ziemlich gut geworden bin, während ich im Seelegewehr, also im Spiritia-Modus, überhaupt nichts mehr auf die Reihe krieg. Ich kann als Spiritia einfach nicht mehr spielen. Vor allem als Spiritia fail ich immer voll bei der Drauare. Das heißt, als Roller fail ich bei dir auch öfters mal. Aber zumindest die erste Hälfte von dem Kampf kann man sogar schaffen, ohne getroffen zu werden, wenn man sich immer versteckt und dann im richtigen Moment ihr eins abräumt. Was ich mich dagegen frage, ist, wie zum Teufel man es schaffen soll, in der ihm Desperation Mode auszuweichen. Das geht eigentlich gar nicht. Moment mal, ich guck mal. Ja, die Videos werden schon wieder ewig lang, toll. Weil nämlich Hypercamp wieder diesen Bug hat. Irgendwie werde ich so langsam ein bisschen heißer vom vielen Rumlabern. Aber auf jeden Fall wäre es so, dass wenn ich einer von den RKS-Entwicklern wäre, dann würde ich für Freudenstachel einen Leviathan-Modus erstellen. Also, so wie Goldschwert für das normale RKS, dass man dann als Drauare spielen kann und einen Speer als Waffe hat, der eben Leviathan heißt. Und ja, ich weiß, dass das falsch ausgesprochen ist. Und in diesem Leviathan-Modus, da wäre es dann so, dass man dieselben Moves hat wie Roller, aber langsamer schlägt und dass wir in Gottes Namen mal ein bisschen mehr abzieht, weil das geht ja mal überhaupt nicht, dass das Rollschwert gegen die Bosse so schlecht ist. Dass man da irgendwie 20 Mal... Boah, ich habe gedacht, dass es jetzt abstürzt. Aber dass man jedenfalls 20 Mal auf den Divine Deck einhämmern muss in der Iris Stage 2, bis der endlich besiegt ist. Dass man jedes Mal dem sein Rumgedödel abwarten muss. Allerdings, und das wissen glaube ich auch die wenigsten, ursprünglich war es so gedacht, dass Grollschwert um ein Vielfaches schwieriger ist, als es wirklich geworden ist. Nämlich ursprünglich hat dieser Isemi ja, also der Designer von RKS, das so gemacht, dass der aufgeladene Angriff als Roller nur dann geht, wenn man weniger als die Hälfte von den Strichen hat. Dass, wenn man also mehr hat, dass man dann nur normale Angriffe benutzen kann. Was das bedeutet, wenn man bei der Crosswall ist, muss ich wohl nicht erklären. Zum Glück hat der Isemi ja dann aber anscheinend gemerkt, dass es überhaupt nicht geht. Also dass es dann sogar schwerer ist als Ninja Gaiden.
und hat es dann so gemacht, wie es jetzt ist. Also sozusagen spielbar. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Hab's aber leider vergessen. Und das hat auch irgendwas mit dem Bolt-Schwert zu tun gehabt, glaube ich. Na klar! Was könnte das gewesen sein, was ich da sagen wollte? So, dass es einen Klagehanniers-Modus geben soll. Also, wenn es nach mir gehen wird. Aber leider bin ich ja nicht der Isemi, ja. Zum Glück habe ich aber dafür herausgefunden, wo die von RKS diese ganze Musik herhaben. Also, zum Beispiel die epische Separin Stage 4 Hintergrundmusik, die einfach sowas von genial ist. Von www.metaldtm.com. Und die Seite ist zwar auf Japanisch, aber man versteht natürlich das, was da steht. Scherz. Google Translate, sage ich da nur. Und kann sich da jedenfalls diese ganzen Lieder holen. Und die sind einfach der Oberhammer. Nämlich der Apos hat ja selber zugegeben, dass die Groller Abspannmusik, die von derselben Gruppe ist, richtig toll ist. Und auf dieser Seite, also dieser Metal-DTM-Seite, da gibt's was weiß ich, 40, 50 Stücke von dieser Gruppe. Vielleicht spiele ich ja noch eins vor, wenn das LP hier fertig ist. Einfach so aus Spaß. Weil die sind natürlich auch nicht GEMA geschützt oder so irgendwas. Also das sind freie Downloads, die da einfach verfügbar sind. Und wer weiß, vielleicht werden wir hier in RKS Freudenstachel einige davon dann sehen. Also, sehen, hören natürlich. Und auch da wollte ich jetzt aber noch irgendwas sagen und hab's schon wieder vergessen. Ich will so viel sagen zu RKS und vergesst aber die Hälfte. Ja, ich weiß, ich immer mit meinem ewigen RKS. Es gibt keine Videos mehr von mir, wo RKS nicht erwähnt wird. Ach so, genau, was ich sagen wollte, ist, dass diese Metal-DTM-Seite natürlich so geschrieben wird, wie man es erwartet. Also Metal so wie die Musikrichtung und dann DTM so wie die deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Also www.metaldtm.com. Und da muss man dann irgendwie auch entweder auf Music oder Free MP3s oder so irgendwas in der Art gehen. Und da gibt's die dann alle. Auch toll sind Soundbrissen und Bingless Seraph. Das sind die, von denen die Freudenstachelmusik ist. Theoretisch AM3, aber denen ihre Seite ist leider down. So, da weiß ich nicht, wie man da an die Musik nochmal rankommen soll. Da gibt es nämlich sicher auch noch mehr als nur das, was man in RKS zu hören kriegt. Aber da einige von diesen Seiten leider nicht verfügbar sind, kann ich mir die nicht alle holen. Und falls jetzt irgend so eine Knalltüte auf die Idee kommt zu sagen, ich zeig dich an, du gehst den Kopierschutz und so irgendwie. Diese Lieder sind Freeware. Die kann jeder holen. Also auf den ihren Seiten, wo die angeboten werden, da steht es explizit dabei, dass die free sind. Und selbst wenn nicht, dann könnte ich sie natürlich immer noch von meinem Rechner löschen. Ich verteile die ja nicht weiter. Illegal wird's erst dann, wenn man sie zum Beispiel auf eine CD brennt und die CD dann in Umlauf bringt oder so. Oder wenn man versucht, die Musik öffentlich aufzuführen. Oder was weiß ich, wenn man 5 CDs davon erstellt und die dann an all seine Freunde verteilt. Dann ist es natürlich illegal. Oder aber, wenn man logischerweise ein GEMA-geschütztes Lied runterlädt, aber das sollte man natürlich nicht machen. Sondern wenn einem was wirklich gefällt und es ist GEMA-geschützt, dann kauft man sich's halt. Aber, und das habe ich jetzt zwar schon mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen, die RKS-Lieder sind nicht GEMA geschützt. Außer die von Room of Cat Bitch Sings. Keine Ahnung, warum die irgendwie geschützt sind. Also an die kommt man nicht ran. Die habe ich deshalb natürlich auch nicht. Aber die anderen sind free. Die kann sich jeder holen.
Wobei, eigentlich ist es irgendwie ein bisschen schade, dass ich hier das Spiel gar nicht mehr kommentiere, oder? Dass ich nur noch über RKS rede. Es gibt ja kaum jemanden, der RKS kennt. Aber alle, die bei mir RKS gesehen haben, die wollen das dann unbedingt haben. Also, wollen es dann selber mal spielen. Leider sind nämlich diese Japaner nicht auf die Idee gekommen, das Spiel nach Deutschland zu bringen. Also dann muss ich das da in Japan bestellen. Es ist halt so, dass viele diesen Internetbestelldiensten nicht so wirklich trauen, was ich auch verstehen kann. Weil da jetzt viele Abzocker. Vielleicht wird es sogar hier der letzte Part für heute sein. Und möglicherweise der Ewigbüschelkopf bald wiederkommt. Um mich dann mit den lieben langen Haaren auszupeitschen. So wie die Zorne. Nö, ich habe gerade eben nicht schon wieder RKS erwähnt. Jedenfalls ist es so, dass die Zorn einen Flügelbüschelkopf hat. Und es gibt da so ein Forum, Global Gameboard, in dem ich auch aktiv bin, wo die Zorne mein Benutzerbild ist. Logischerweise. Und lustigerweise ist da ein anderer aufgetaucht, der eine Freudja als Benutzerbild hat. Also das ist jetzt kein Scherz. Das ist irgend so ein Anime-Fan. Der hat sich dann auf RKS Wikia.com oder so ein Bild von der Freudja geholt. Und das als Benutzerbild eingestellt. Wo ich natürlich vollstes Verständnis dafür habe. Obwohl es so ist, dass die Freudja, obwohl sie so heißt, fast nie lächelt. Wahrscheinlich hat die ein Herz aus Stein. So, hier geht jetzt wahrscheinlich das Rumgebacke los. Tatsächlich. Immer an dieser Stelle. Na toll, jetzt muss ich laden. Hey, aber wenn ich an dieser Stelle lade, dann ist der Bug noch nicht da. Das heißt, ich darf jetzt, wo es angefangen hat, sich zu verbuggen, keinen Safe State mehr setzen. Sondern ich muss das jetzt so irgendwie hinbringen. Was zum Teufel? Hier ist irgendwo das Secret, aber ich find's nicht, verdammt! Ich weiß doch, was das da ist, verdammt normal! Oder war das hier bei den Häusern? Habe ich da gerade eben was gesehen? Anscheinend nicht. Weißt du was, ich mach mich jetzt absichtlich kaputt. Fahr die Strecke halt langsam zu Ende. Beziehungsweise suche jetzt alles ab. Das muss irgendwo sein. Frage ist bloß wo? Gar nicht! Ach da! Okay. Muss ich halt hinkriegen, diese Box zu sammeln. Gleichzeitig aber auch noch Erster zu sein. Also man muss das Haus umrammen und dann... Ja. So. Und dann fällt das Auto da ins Wasser. Und zwar unaufhörlich. Weil es nämlich auch so rausgeholt wird. Ey, nee, das Video ist schon wieder riesig. Ja, und nämlich diese Box, die aktiviert das Cheat-Menü, das voll toll ist, weil in dem hat man die Auswahl zwischen genau einem Cheat. Und falls man sich das nicht eh schon gedacht hat, immer wenn man eine Schwierigkeitsstufe durchgezockt hat, ist es so, dass in der nächsten Schwierigkeitsstufe eine Strecke mehr existiert. Wobei, das kommt man sich ja wahrscheinlich denken, weil ich gesagt habe, dass es insgesamt 6 Strecken gibt. Die Musik und die Farbgebung von dieser Strecke sind richtig episch, aber leider gibt es hier wieder
diesen Total-Bug. Sobald ich jetzt den ersten Safe-State lade, wird dieser Bug schlimmer. Also sollte ich so lange wie möglich ohne Safe-State auskommen. Aber, wenn wir schon mal auf dieser Strecke sind, kann ich jetzt eine tolle Story aus meiner Kindheit erzählen. Nämlich, es ist so... Ups, wo fahre ich denn jetzt lang? Da gab es irgendwo eine Abkürzung, die ich jetzt aber leider nicht gekriegt habe. Und jetzt habe ich diesen Bug, toll. Das heißt, jetzt muss ich wieder mal nach Gefühl fahren. Ich hoffe, dass ich irgendwie schaffe. Ey, was fahre ich denn jetzt für ein Mist zusammen? Abkürzung hier? Was zum Teufel, wo bin ich? Hey, ich bin doch irgendwo, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt war. Schade, dass es den Bug gibt, sonst hätte ich es nämlich gesehen. Aber eigentlich wollte ich eine Story zum Besten geben. Nämlich, dass ich damals, so zu meiner Schulzeit, da waren wir dann mal im Skilandheim. Ich weiß es nicht mehr. Genau, das hieß Thalkirchdorf. Das war irgendwo in Österreich. Und da war es jedenfalls so, dass wir Ski gefahren sind. Und ich habe dann irgendwann mal von der Skistrecke, auf der wir da waren, geträumt. Aber mit der Farbgebung von dieser Autorennstrecke hier aus diesem Spiel. Das hat toll ausgesehen. Mit lilanem Schnee und so. Wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Hardcore-Obermacker sagen, lila, das ist ja voll die schwule Farbe. Yo, ey. Schade, dass man diese Strecke hier jetzt wegen dem Bug überhaupt nicht richtig sieht. Vor allem, was ich nicht kapiere, ist, dass ich Fünfter bin. Aber da habe ich doch nichts falsch gemacht, ey. Und hier, das ist der Raum, in dem man sich immer drüber aufregen muss, dass sich keine Schanze gebildet hat. Weil manchmal entsteht in diesem Raum eine Schanze, die zu einer Abkürzung wird. Aber jetzt ist es erstmal so, dass ich dauernd Mist baue, weil ich nichts sehen kann. Das war doch zu, ey. Was, es gibt ja nicht, dass ich so schlecht bin. Ey, ich werde hier nicht erst, wenn es so weitergeht. Nämlich, man könnte dann da hochkommen. Wenn man diese Schanze finden wird. Wir müssen jetzt mal diese Abkürzung hier, in der ich aber leider auch nicht sehe, wo es lang geht. Weil ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie vorankomme. Und ein paar von den Gegnern, wie ist es überholt weg? Was zum Teufel? Ah, okay. Das ist nur die Anzeige falsch gegangen. Ich habe schon gedacht, die wollten mir jetzt ernsthaft weismachen, dass ich nach der Abkürzung Letzter bin. Aber das bin ich zum Glück nicht. Ich muss jetzt gucken, dass ich vorkomme und dann auch vorne bleibe. Weil wenn ich dann wieder zurückfall, dann wird es ganz schwer nochmal vorzukommen. Ey, wieso ist der schneller als ich? Ich gebe Vollgas. Gibt's doch nicht. Vor allem müsste ich diese größere Abkürzung mal kriegen. Ich würde die erkennen, wo die ist, wenn es nicht diesen Bug gäbe. Aber leider gibt's den. Nämlich die größere Abkürzung, die ist ziemlich am Anfang von der neuen Runde. Ja, sehr witzig. Der Ansager muss ja nicht fahren, ey. Nur ich muss das hier machen. Also das ist jetzt der erste Part, wo ich mich mal so richtig konzentrieren muss. Also die erste Strecke, wo ich mich konzentrieren muss überhaupt. Weil ich nämlich nichts sehe. WTF? Ey, immer fährt man irgendwo dagegen. Gegen was, das man gar nicht mal sieht. Ey, nee! Wo... Knallten ja da immer dagegen.
Nein, ich bin nicht mal auf der Strecke. Du sollst nicht springen, du blödes Auto. Du sollst fahren. Das muss hier irgendwo sein. Diese Abkürzung. Aber ich weiß nicht wo. Irgendwo bei diesen vielen Sanddünen. Na klar, da war ein Hindernis. Toll. Kann da aber irgendwo rein? Gibt doch nicht, dass ich es nicht finde. Hier vielleicht? Nee, ich glaube hinter der Düne, oder? Also hinter dem, was eine Düne wäre, wenn dieser Grafikbug nicht wäre. Wenn ich das jetzt bloß noch wüsste, wo das genau ist. Ach, hier, oder? Ja, nö, vielleicht. Wenn ich hier was sehen könnte. Doch, das muss hier sein, oder? Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass es hier ist. Ja, das ist es auch. Hier ist es nämlich so, dass ich erstmal mit einem ziemlich schlechten Platz geführt werde. Aber sobald man dann hier drin ist, hört das auch auf. Muss ich erstmal gucken, wo ich gelandet bin. Was zum Teufel, der hat mich ja überholt! Ey, ich war vorher schon vor dem! Und ich habe die Abkürzung perfekt ausgeführt jetzt. Das gibt's ja nicht. Ah, jetzt ist aber hier die Schanze anscheinend, oder? Geh weg, du! Ja, na klar, und dann schaffe ich die Schanze noch nicht mal. Obwohl sie jetzt ausnahmsweise mal da ist, was nur selten der Fall ist. Vor allem das wirklich Schlimme ist, um die 100 Punkte zu kriegen, muss man diese Schanze schaffen. Und das geht nur dann, wenn die Schanze da ist. Alter! Ich muss rausfinden, wo die verpackte Bremse ist. Ah, okay, da. Das heißt, will ich mir diese Abkürzung jetzt wirklich geben? Die ist alles andere als einfach. Ist gut möglich, dass ich die gar nicht schaffen werde wegen dem Grafikbug. Sehr witzig. Das Auto steht gerade so falsch. Also geht's nicht. Man wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, was zum Teufel macht denn der Kerl da jetzt die ganze Zeit, ey? Der ist ja blöd, ey. Was ich hier mache, willst du wissen? Ganz einfach. Eine Abkürzung einsetzen wollen. Und das aber nicht hinkriegen. Was richtig klasse ist. Super. Aber das geht. Wenn man es richtig macht. Muss ich mich auf diesem Podest hier? Nein, Pfeil oben ist ja kein verdammtes Gas geben. Hat es einfach mal nicht Gas gegeben. Ach so. Nach dem Schild wird nämlich stehen: Good things happen to those who wait. Da ist mir hier nämlich auf einer ganz komischen Strecke, die an Banshee's Boardwalk aus Mario Kart 64 erinnert. Und weil da aber noch ein paar Punkteboxen sind, muss man hier lang, wenn man jemals die 100 kriegen will. Und wenn sich nämlich die Schanze nicht bildet, was oft vorkommt, dann geht's nicht. Wo ich da jetzt dagegen gefahren bin, keine Ahnung. Da war nix. Zumindest nicht auf meinem Bildschirm. Alter! Ey, wenn ich schaffen würde, da durchzukommen, dann wäre das eine Mega-Abkürzung. Aber ich komme da nicht durch, verdammt nochmal. Das geht ja gar nicht. Warum habe ich denn diese verpackte Abkürzung genommen? Da war irgendein Hindernis, das ich wieder nicht sehen konnte. Und deshalb bin ich jetzt nicht mehr Erster. Muss ich jetzt mal ganz schnell schaffen, den Typ da vorne zu kriegen. Oder ich habe verloren. So, jetzt bin ich erst an dieser Stelle hier. Was ich jetzt wissen müssen, dieses Spiel wird dank dem Bug nochmal ganz schön anstrengend jetzt. Jetzt kann ich das nicht mehr einfach die ganze Zeit nur über RKS reden. Ey! Warum fährt das Auto da nicht richtig?
Vor allem war ich auf dieser Strecke schon viel zu lange nicht mehr. Die Strecken werden halt auch schwieriger. Gegen der Bug, der bleibt immer gleich. Also gut, es gibt ein paar Strecken, wo der Bug nicht so schlimm ist. Aber im Zweifelsfall ist es so, dass auf der letzten Strecke der Bug nochmal zuschlägt. Aber auf der letzten Strecke, da setzt zwar als die AI irgendwie aus. Aber ansonsten ist die letzte Strecke sauschwer. Nö, da war natürlich nicht die Abkürzung, klar. Zum Teufel habe ich die vorhin gefunden. Hier ist sie irgendwo. Aber kommt wahrscheinlich noch nicht. Nee, wenn ich hier was sehen könnt. Mann. Nein, wieso gehst du immer nach rechts? Nein! Jetzt fährt das Auto wieder irgendein Mist zusammen. Ich habe mich das einfach mal rausgeholt. Weil ich nämlich keine Lust habe. Jetzt ewig nach irgendwelchen Abkürzungen zu suchen und die dann doch nicht zu schaffen. Oder plötzlich nicht mehr Erster zu sein, obwohl ich die Abkürzung perfekt gemacht habe. Ich sehe hier auch irgendwie Spaß für die höheren Schwierigkeitsgrade. Also ich werde mich schon irgendwie durch Safe Staten. Aber eigentlich wollte ich ohne Safe States auskommen. Gut, also wenn man diesen Bug sieht, dann ist klar, dass das eh nicht gehen wird. Aber die Gegner, für die gibt es natürlich nicht dieses Handicap. Sondern die sehen alles. Weil bei denen ist es ja eh immer vorprogrammiert, wie die fahren werden. Muss ich nochmal diese Abkürzung hier versuchen? Das kann ja wohl nicht sein, dass ich nicht Erster bin. Ja, das hat funktioniert. Jetzt bin ich endlich wieder vorne. Dieser Stelle mit den ultrascharfen Kurven, die ich natürlich nicht sehen kann. Von denen ich aber weiß, dass sie da sind. Also es würde mich ehrlich gesagt sogar wundern, wenn es ein Let's Play gibt mit so einem verbackten Rochen wie diesem hier. Aber wahrscheinlich nicht. Ey, der Bastard ist schon wieder da. Der sieht natürlich alles, aber ich nicht. Na toll, zu spät gemerkt, dass es da verdammt nochmal nach rechts geht. Was? Oh nein! Jetzt habe ich verloren, weil die Kurve schaffe ich ja unmöglich, wenn ich sie nicht sehe. Er hat Glück gehabt. Er war so blöd und hat mich angestoßen, anstatt mich zu überholen. Also habe ich jetzt noch eine kleine Chance. Muss ich halt irgendwie schaffen, hier so gut wie es geht auf der Strecke zu bleiben. Oder ich schaff's doch nicht. Und da fällt das Auto wieder ins Wasser. Oh meine Güte, hat das jetzt lang gedauert mit dieser Strecke. Congratulations! Well done, you did it there. Now challenge throw. Die Siegerehrung, die wird immer ein bisschen bunter, je mehr Schwierigkeitsstufen man schon geschafft hat. So, weil der Part schon ewig lang ist, cutte ich einfach. Das heißt, ich laber jetzt noch 10 Sekunden rum, weil beim ersten Part hat Hypercam tatsächlich wieder diesen Bug gehabt und die letzten paar Sekunden gefressen. Also wenn meine Stimme jetzt einfach plötzlich abbricht, dann weiß man warum. Dann liegt es wieder an diesem Bug.